Herzlich grüß Gott im Toni, so sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass da sind alle. Glamsmas. Ich bin froh, dass ich heute wieder, es wird der Breirosl vor Ihnen stehen, darf. Wir waren heute Vormittag in der Festleitung beim RAW auf dem Oktoberfestgelände und haben unser Konzept für 2023 vorgestellt. Wir haben viel versprochen für 2023, haben auch die Zeit genutzt und haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben einen Stab von hervorragenden Fachleuten gewonnen, die uns zur Seite stehen, schon in der Vorbereitung und natürlich in der Durchführung des Oktoberfests. Begrüßen möchte ich einen Herrn Professor Dr. Mayer von der TU München für Lebensmittelrecht, das sogenannte APADE für das Hygienekonzept in der Breirosl. Jedes Konzept ist so gut, wie man es umsetzt. Stellvertretend für unser Küchenteam, unser Küchenchef vom Oktoberfest, Burkhard Metz, der uns auch neue technische Innovationen aus unserer Küche berichtet. Für Sicherheit und Ordnung stehen Herr, wie schon vorgestellt, Herr Manuel Ivancic von der Firma Paxus und Herr Fabian Schäfer von der Firma F-Quadrat, der uns für uns erzählt, ein eigenes neues Sicherheitskonzept erarbeitet hat. Das Wohlfühlen für unsere Gäste geht ja schon lang vor der Wiesn los. Und zwar mit den Reservierungen. Für die reibungslosen Umsetzung für die Reservierungen ist verantwortlich Franziska Kohlpaintner. Für das professionelle Reservierungssystem, die Voraussetzung dafür, ist der Herr Dr. Dominik Pfeiffer von der Festzentrum. Abschließend werden wir dann noch weitere Neuigkeiten in der Breirosl erfahren von der Franziska. Ja, nach so vielen Fakten freue ich mich jetzt endlich, etwas zur Stimmung in unserem Festzelt zu sagen. Und die Stimmung steht und fällt natürlich mit der Musik. Und genau aus diesem Grund haben wir uns in diesem Jahr auch wieder für unser bewährtes Musikkonzept entschieden. Tagsüber wird die Festkapelle der Breirosl unter der Leitung von Josef Menzel aufspielen und am Abend werden Erwin und die Heckflossen für Stimmung sorgen. Woran wir gearbeitet haben, ist die Soundqualität im Zelt. Ab Tag 1 wird der Sound im Zelt so hervorragend eingestellt sein, dass unsere Musik wirklich hervorragend an jedem Platz im Zelt ankommt. Auch hier haben wir uns von einem Profi-Unterstützung geholt, von Bastian Jell, der normalerweise die ganz großen Stars einstellt. Eine großartige Zahl möchte ich Ihnen außerdem nicht vorenthalten, und zwar sind über 95% unserer Mitarbeiter auch in diesem Jahr wieder bei uns im Team. Das freut uns sehr und ehrlich gesagt sind wir darauf auch ein bisschen stolz. Wer in diesem Jahr auch wieder bei uns dabei ist, ist die Breirosl Verena Gaulinger. Sie hat die Rolle als Breirosl einfach hervorragend verkörpert und wir freuen uns, dass sie auch in diesem Jahr für Stimmung sorgen wird und sich um unsere Gäste kümmert. Ja, und nun möchte ich Ihnen noch eine ganz besonders tolle Urkunde zeigen. Und zwar wurde uns vor wenigen Wochen von Staatsministerin Michaela Kaniber und die Hoga-Präsidentin Angela Inselkammer die Auszeichnung zum ausgezeichneten bayerischen Festzelt überreicht. Und hier wurden wir an der Qualität und Regionalität unserer Küche gemessen. Das ist eine sehr große Motivation für uns und auch der Beweis, dass wir es können. Und damit in die Wiesn 2023 zu starten, freut uns richtig. Dankeschön. Danke.